Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Clash Royale Video. Ich bin Maxwell und dieses Video ist im wahrsten Sinne des Wortes legendär. Warum? Habt ihr vielleicht schon auf dem Thumbnail gesehen, beziehungsweise werdet es jetzt im Laufe des Videos natürlich sehen. Es geht ein bisschen um legendäre Karten und eventuell auch mal um die legendäre Arena, in der ich ja noch nie war. Das ist natürlich mein Ziel, das zu erreichen. Wir legen mal los direkt. Ich habe meine erste legendäre Truhe im Shop. Die muss ich natürlich kaufen, ist klar. 500 Gems, mal gucken, welche legendäre Karte wir kriegen werden. Und es ist der Lumberjack, der Holzfäller, alles klar. Sehr gute Karte, kann man ganz gut in ein paar Decks für Challenges benutzen. Werde ich demnächst auf jeden Fall mal testen. Da kommt, denke ich, auch bald mal ein Video. Gucken wir uns mal ganz kurz die Stats an. Der Lumberjack macht relativ viel Schaden, wenn er nicht verteidigt wird. Und hat natürlich noch den Rage-Effekt. Von daher eine ganz witzige Karte auf jeden Fall. Dann ein bisschen später, ein paar Tage später, habe ich es geschafft, zum ersten Mal legendäre Arena, 3017 Pokale, bin richtig gehypt noch, dass ich es jetzt endlich geschafft habe. Das macht so vieles besser, komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen oder in folgenden Videos. Und wenn ihr es noch nicht wusstet, wenn ihr das erste Mal in die legendäre Arena kommt, kriegt ihr wieder ein Spezialangebot und zwar wieder mit einer legendären Truhe. Das heißt, wir können uns das wiederholen für 10 Euro und kriegen noch 1200 Gems und 100.000 Gold, also fünffacher Wert für dieses Pack und eine weitere legendäre Karte, der Log oder das Kampfholz auf Deutsch. Das Kampfholz kriegt ja bald einen riesigen Buff und ist auch sogar eine ganz witzige Karte. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Von daher die dritte legendäre Karte in meiner Sammlung. Fühlt sich gut an, immer eine weitere dabei zu haben. Macht ein bisschen Schaden, wirft natürlich ansonsten die gegnerischen Truppen zurück. Und ja, bin froh, auch das Kampfholz also in meiner Kartensammlung drin zu haben. Irgendwann möchte ich natürlich alle Karten haben und den Wutzauber können wir auch nochmal eben upgraden, weil wir so viel Gold jetzt gerade bekommen haben. Und ja, dann springen wir auch schon wieder weiter, nämlich zwei Tage weiter. Da hatte ich dann in der legendären Arena schon ein paar Pokale gesammelt. Fühlt sich gut an, wenn man ein bisschen weiter oben dann auch schon drin ist, da hat man nicht so die Angst rauszufallen. Und dann tauchen ja auch legendäre Karten im Shop auf, wie der Inferno-Drache zum Beispiel. Auch eine sehr neue Karte noch. Da gibt es auch so ein, zwei coole Decks schon mit dem Inferno-Drachen, deswegen kaufen wir uns den auf jeden Fall auch mal für 40.000 Gold und haben den jetzt auch mit am Start. Auch hier gucken wir uns natürlich nochmal die Stats an, gucken, was er so drauf hat. Macht natürlich sehr viel Schaden, wenn er lange gegen ein Ziel gelockt ist, von daher, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, ihn auf eine Truppe draufzukriegen, wenn man ihn denn benutzen möchte. Und ja, da kann man bestimmt auch mal das eine oder andere witzige Deck mitmachen. Und wieder ein bisschen später hatte ich dann den Funky oder den Sparky in meinem Shop. Den habe ich mir auch gekauft für 40.000 Gold. Finde ich persönlich eine ganz coole Karte. Kann man auch ganz gut in ein paar Challenge-Decks verwenden. Auch da gucken wir uns die Stats an. Also Funky jetzt auch am Start und aufgeladen, bereit benutzt zu werden. Sehr, sehr viel Schaden mit einem Schlag macht er natürlich. Und ansonsten ist er relativ leicht auch zu kontern. Ja, also wir haben sehr viele legendäre Karten bekommen. Freue mich, dass ich jetzt endlich auch mal welche bekomme. Hoffe, euch hat so ein bisschen das legendäre Video gefallen. Ich werde demnächst ein paar Videos posten, wo ich die dann auch benutze. Und ansonsten soll es das für heute erstmal wieder gewesen sein. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.